benutze das Geschichtendeck. Ich frage mich nur, ob sie für Reigns auch extra eine Geschichte gemacht haben oder ob man einfach ein Duell hat. Okay, man hat einfach ein Duell gegen Go-Nitzka. Der hier The Gore heißt. Warum The Gore? Oh. Naja, vielleicht wird noch ein Story-Modus für diesen für Reigns gebaut. Die haben jetzt nur die Charaktere aus der Serie genommen und die Decks. Ich muss mir die Karten noch erstmal hier da Wasser können, diesen Spielzug nicht zerstört werden. Genau drei Karten kontrolliert. Heißt das, die muss er nur auf dem Feld haben oder auch aktiviert? Also Monster. Nee, ich glaube, die muss er auf dem Feld haben. Kein Haarschaden erstmal, wenn dein Monster dein Gegner. Ey, ist so viele. What the fuck ist das für eine Karte? Alle Link-Monster, die du kontrollierst, erhalten, das kann ich noch nicht. Cyberst-Zauberer. Kannst ein Monster eines Gegners in eine andere Position wählen. Ändere die. Oh! Falls mein Gegner ein bisschen mächtig ist, ne? Ach komm, ich setze den mal hier hin. Jetzt ist es auch wichtig, wo ich die hinsetze, ne? Also, falls ein Cyber-Schlingmonster auf Gott durch und Gott diese Ah, okay. Ist ja die erste Runde. Da darf ich noch nicht angreifen. Ich habe Angst. Er hat so ein Wrestling-Deck. Du kannst ein Goki-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, kannst du deine Hand eine Goki-Karte von deinem Deck hinzufügen, außer Goki Suprex. Du kannst diesen Effekt von Goki Suprex nur einmal pro Spielzug verwenden. Komm, machen wir das mal. Aber er kann es trotzdem machen. Komm, du stinkst. Was passiert hier? Aua! Okay. An das Herz der Karten glauben. Was ist das denn für ein Unnütz? Ja, der muss mal drei Karten kontrollieren hier. Das, ich kann nichts machen. Was habe ich hier für einen Müll? Ach komm. Jetzt aber. Orenota! Draw! Sorry, das muss sein. Ja, wir haben 2000.
kann denn noch mal, das kann noch mal der Link, die Linkspinne. Ist nicht so prickelnd. Ich könnte die aktivieren. Aber es... ist permanent, oder? Sieht permanent aus. Ja, komm, aktivieren wir mal. Das ist... ah! Spielfeldkarte. Nice. Aktiviere ich mal. Setzen. 6. Jetzt muss er nur noch ein Monster beschwören und dann ist meine Falle. Komm schon. Ja! Jetzt haben wir nur einen dieser Effekte. Meine Monster können in diesem Spielzug nicht durch Kampf zerstört werden. Ist eigentlich ein guter Effekt. Kein Kampfschaden? Naja, wenn ich mein Monster nicht verliere, ist das okay. Und ich bin in Verteidigungsposition. Was, du Arsch? So, ich bin dran. Runata, draw! Ich könnte, falls du keine Monster kontrollierst, kannst du diese Karte spielen. Oh, fick dich doch. Der hat nur 2000 Attacke, was soll ich damit? Der hat 2200, was kann der denn? Sprich damit? Okay, was habe ich denn hier zur Auswahl? Natürlich nur Link 2 bis 1.
Was kann der noch mal? Link Bumper. Immer diese ganzen Effekte, wenn ich das Monster nicht kenne. Was kann der? Das sind alles so. Ich glaube, das wäre jetzt die perfekte Wahl. Linko Schocken. So. Ab dahin. Oder auch nicht. Normales Monster. Pro Spielzug, du kannst ein normales Monster der Stufe 4 oder nie der Spezialbeschwörung von deiner Hand in deine. Ach, von meiner Hand. Das war mein Problem. Wir sind sozusagen am Arsch, ne? Es sei denn. Ah, ich tue ihn nur da zurück, ja, stimmt ja. Ich werde es nicht überstehen. Ich habe einfach nur Müll. Ja, ich weiß. Was soll man machen, wenn man nur Schrott hat auf der Hand, ne? Guki Octodemon. Nochmal versuchen. Ich muss die Karten erst kennenlernen, ne? Gonitzka ist ein verdammt harter Brocken. Sieht doch schon mal viel besser aus. Schadet ja nicht, den Effekt schon mal einzusetzen, ne? Auch wieder den hier. Was kann der nochmal? Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in deine Zone beschwören, auf die ein Link-Monster zeigt. Das heißt, ich brauche erstmal eine Link-Beschwörung, um das zu können. Ach ja, das kennen wir ja schon. Der hat mir nicht viel gebracht. Aber was ist das für eine Falle?
Ja, das klingt gut. Falls er wieder mit so einem 2000er Monster umherkommt. Den anderen benutze ich, wenn, dann als Spezialbeschwörung. Spezialbeschwörung, auf das kommt es hier drauf gerade an. Was soll denn der Mist? Nein! Weg mit dir! Was soll das? Warum? Ist ein Arsch. 2300. Das ist doch bestimmt wie diese Angriffsgoblins, die da... Sündenbock kann man doch nicht. Die kann... Die Marken kann man doch nicht als Link-Dings benutzen, oder? Ich könnte den jetzt beschwören, aber... Okay. Nein. Immer noch nicht. Der Dotscaper. Verdammt! Ich kann den Effekt aktivieren, aber ich kann nicht angreifen, ne? Ah, okay, ich kann nur das Monster angreifen. Das reicht mir, das reicht mir. Tschüss. Diesmal sieht es anders aus. Okay, jetzt dreht er auf. Er holt den Boxer wieder, okay. Dann zeig mal, was der Boxer kann. Was? Hehe. Was kann der? Falls ein Monster das Gegners angreift, dann der Schaden ist vielleicht noch schärfer. Oh Gott. Ich kann aber nur Müll beschwören. Der hat 1800 Death. Ja, komm. Mir egal, komm. Du kennst das Spiel. Puh.
Ja, komm, mach mal. Jetzt drehen wir auf. Klingt schon mal nicht schlecht. Und sonst habe ich nur diesen Müll. Okay. Also, Dekodiersprecher. Das klingt gerade sehr logisch. Und dafür opfere ich... Ich kann ja nur diese drei, ne? Ja dann, auf geht's. Linko Shoken! So, dann zeigt's nämlich auf den da. Das hat den Vorteil, wenn ich das richtig gelesen habe, können wir seinen Effekt annullieren. Den Effekt von Dot Skepper von Anfredo. Ja, klar, komm. Beschwören wir ihn nämlich wieder. Was haben wir denn noch Schönes hier? Das lasse ich lieber. Wenn ich den jetzt beschwöre, kann ich aber nicht... Warte mal, was ist... Zwei Cybers Monster. Ah. Also zwei plus. Das ist ein Cybers, das ist ein Cybers. Sprich, ich versuch's. Aber ich könnte noch einen Dekodiersprecher. Ah, aber dann opfere ich meinen eigenen Dekodier. Also muss ich einen Encodier. Oder? Linko Shoken! So, jetzt kann ich natürlich nur hier oder da. Nehmen wir das. Diese Karte funktioniert dort wahrscheinlich. Ah, dort wahrscheinlich besser.
Kann ich das eigentlich noch aktivieren? Bestimmt. Dann bekomme ich nämlich nochmal 500. Ich glaube nicht, dass ich seinen Effekt annullieren kann. Das gilt nur für Effekte wahrscheinlich, die auf meine... auf meine Monster sind. Egal. Let's go! Ach, das ist... das ist... oh. Das so cool ist. Aber ich kann die Angriffskraft immer noch erhöhen. Wenn er schlau ist, beschwört er sowieso nicht hier einen Monster hin. Was zum... oh nein. Oh nein. Was? Wenn ich das mache, verliere ich meine Felder und kann die Sicherungssekretärin nicht hier. Nee. Ich kann nicht spezialbeschwören. Wenn du ein Cyber-Monster konstruierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst Sicherungssekretär nur einmal Spielzug auf diese Art beschwören. So, setzen wir sie dahin. Denn dadurch wird unser Monster stärker. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Nein, haben wir nicht. Aber fast. Bringt ihm nicht viel. Also er kann zwar ein Monster töten. Ah, er kann es. Ah ja, okay, dann. Dann ergibt das Sinn. Welches? Warte mal, was kann der Ramclaw da? Ja, her mit den Ramclaw da. Was? Scheiße. Ich wollte ihn dahin beschwören, aber es geht leider nicht. Ah!
Neuer Plan muss her! Und ich habe einen Plan! Spezialbeschwörung. Noch ein Nein. Nein, das ist nicht das, was ich brauche. Vielleicht das? Ach komm, nehmen wir das. Für sich entscheiden. Hat doch gar nicht lang gedauert. Uff.